Die deutsche Mannschaft steht im Viertelfinale der WM. Durchaus ein Grund zur Freude. Aber das ganze Land diskutiert vor allem über den Kapitän. Die Lahm-Debatte. Wo ist er am wertvollsten? Erst als Philipp Lahm gegen Algerien aus dem Mittelfeld auf seine angestammte Position hinten rechts zurückgezogen wurde, hatte das deutsche Spiel Struktur und Tempo über außen. Es ist doch nicht so, dass wir, weil der Bundestrainer irgendwann mal gesagt hat, Philipp Lahm spielt für ihn im Mittelfeld, dass wir von diesen Dingen nicht abweichen. Wir diskutieren diese Dinge. Für uns ist es natürlich wichtig, dass wir die Mannschaft so aufstellen, wie wir davon überzeugt sind, dass wir den größtmöglichen Erfolg haben. Und dass wir da nicht stur an einer Linie festhalten, hat ja auch jetzt das Algerien-Spiel gezeigt. Wir haben den Philipp nach rechts gezogen, weil es einfach auch notwendig war. Neu entfacht und verstärkt wurde die Streitfrage durch ein Interview von Joachim Löw in der Zeit, in dem er klargestellt hat, dass Philipp Lahm bis zum Ende des Turniers im Mittelfeld spielen würde. Allerdings machte der Bundestrainer die Aussage vor dem Algerien-Spiel. Wir diskutieren das. Es geht doch nicht darum, irgendeine Meinung durchzusetzen, sondern wir müssen diese Dinge so machen, wie wir überzeugt sind, dass wir gegen Frankreich bestehen können. Und das werden wir so auch weitermachen. Damit ist nicht mehr ausgeschlossen, dass der Bundestrainer von seiner festen Meinung abrückt und seinen Kapitän wieder auf hinten rechts zieht. Manuel Neuer, der überragende Mann gegen Algerien, sieht grundsätzlich Vorteile, wenn er Philipp Lahm in der Viererabwehrkette vor sich hat. In der Defensive ist es so, dass wir, wenn wir mit den von euch auch schon angesprochenen vier Innenverteidigern in der Viererkette spielen, dann ist es so, dass sie natürlich Zweikampfstärke zeigen. Und im Spiel nach vorne bin ich auf jeden Fall froh, wenn der Philipp rechts spielt. Er bringt uns Schwung über die rechte Seite und, glaube ich, auch mehr Druck dann nach vorne für den Gegner, dass es dann schwieriger wird, uns dann über den Flügel zu verteidigen. Da haben wir einfach mehr Offensivstärke dadurch, wenn der Philipp auf der rechten Seite spielt. Der Bundestrainer hat sich in den Kopf gesetzt, mit den vier Innenverteidigern die Defensive zu stärken. Statt des schnellen und direkten Offensivspiels, das er stets propagierte, denkt er nun mehr defensiv. Es ist auf jeden Fall ein anderes Spiel, wenn wir mit vier Innenverteidigern in der Viererkette spielen, die nicht gewohnt sind, auf diesen Außenverteidigerpositionen zu spielen. Das sieht man, glaube ich, auch, dass wir da über außen nicht ganz so viel Druck erzeugen können, beziehungsweise dann auch vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind in der Vorwärtsbewegung über außen. Aber heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass wir defensiv ganz gut stehen, dass wir die Zweikämpfe dann gewinnen können und dass wir auch eine Kopfballpräsenz einfach haben. Gegen Algerien boten sich dem Mittelfeldtrio Lahm, Schweinsteiger und Kroos mit den ungelernten Außenverteidigern Hövedes und Mustafi keine geeigneten Anspielstationen für Angriffe über die Flügel. Und Philipp Lahm musste die Lücken füllen und Löcher stopfen. Das kann er, aber seine eigentlichen Qualitäten traten in den Hintergrund. Den Kapitän wieder als Rechtsverteidiger aufzustellen, wäre die logische Schlussfolgerung. Dann müsste Löw allerdings von seiner Idee, von seinem Weg abgehen.